Jetzt kommt Caleb Maupin aus den USA, Journalist und politischer Analyst, Gründer des Center for Political Innovation. Sein Thema: die Wiederherstellung der natürlichen Freundschaft zwischen China und den Vereinigten Staaten. Ich grüße Sie, Freunde. Ich möchte mich für die Gelegenheit bedanken, auf dieser sehr wichtigen Webkonferenz über das Thema Syrien zu sprechen und über die Notwendigkeit, die kriminellen Sanktionen zu beenden, die die Vereinigten Staaten gegen das Land verhängt haben, und über die Notwendigkeit, dass die Vereinigten Staaten ihre Politik in Bezug auf Länder auf der ganzen Welt ändern. Syrien ist ein Land, das von der arabischen sozialistischen Baath-Partei angeführt wird. Die Baath-Partei von Syrien, der Name Baath bedeutet wörtlich Renaissance oder Wiedergeburt auf Arabisch, und die Politik der Baath-Partei hat sich dem Ziel verschrieben, die Bevölkerung aus der Armut zu befreien, den Lebensstandard zu verbessern und die so stolze Geschichte des arabischen Volkes bei der Weiterentwicklung der menschlichen Zivilisation wiederherzustellen. Nun, wenn Sie nach Beweisen für den Erfolg der syrischen Regierung und ihrer Politik suchen wollen, können Sie sich Quellen wie das Avicenna Journal of Medicine anschauen. Dieses Medizinjournal berichtet, dass die Lebenserwartung in Syrien von 1970 bis 2009 um 17 Jahre gestiegen ist. Während dieser Zeit sank die Kindersterblichkeit von 132 Todesfällen auf 1000 Lebendgeburten auf nur noch 17,9 Todesfälle pro 1000 Lebendgeburten. Eine weitere gute Informationsquelle über die Arabische Republik Syrien und was sie für die Bevölkerung getan hat, ist die von der amerikanischen Kongressbibliothek veröffentlichte Länderstudie. Laut der Länderstudie war 1981 42% der erwachsenen Bevölkerung Syriens Analphabeten. Aber bis 1991 war der Analphabetismus ausgerottet. Die von der Kongressbibliothek veröffentlichte Länderstudie lobt die syrische Regierung auch für ihre Bemühungen, die Infrastruktur aufzubauen und wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen. In der Studie heißt es: massive Ausgaben für die Entwicklung von Bewässerung, Elektrizität, Wasser, Straßenbau und die Ausweitung der Gesundheitsdienste und des Bildungswesens auf ländliche Gebiete trugen in den 80er Jahren zum Wohlstand in Syrien bei. Es ist erwähnenswert, dass die Sowjetunion in den 80er Jahren ein wichtiger Verbündeter war. Über 100 Millionen Dollar wurden für Wasserkraftwerke ausgegeben, die im Land gebaut wurden. Über 900 sowjetische Techniker gingen nach Syrien, um bei der Elektrifizierung des Landes zu helfen. In Syrien wurden enorme Fortschritte gemacht, um ein modernes Land zu schaffen. In Syrien gibt es verschiedene religiöse Gruppen, Sunniten, Schiiten, Alawiten, Christen, die in Frieden zusammenleben und durch eine säkulare Regierung vereint sind. In Syrien gibt es Gewerkschaften in den Fabriken. Verschiedene Parteien sind in der Regierung vertreten. Syrien bleibt eine der modernsten und demokratischsten Regierungen der Region. Doch statt sich mit dieser Regierung anzufreunden, ist die Führung der USA entschlossen, die syrische Regierung zu stürzen. Sie hat sich mit einigen der reaktionärsten Kräfte in der Region verbündet, mit wahhabitischen Extremisten, die ins Jahr 1400 zurück wollen und einen konfessionellen Religionskrieg führen wollen. Die christliche Gemeinschaft in Syrien, die alawitische Gemeinschaft, andere religiöse Minderheiten sowie die gesamte sunnitische Mehrheit in Syrien lehnen diese Schritte ab. Aber dennoch scheint der Drang, die syrische Regierung zu stürzen, nach dem Motto Assad muss weg, der Obama-Regierung in den Kreisen der Macht sehr lebendig sein. Und jetzt, in ihren fortgesetzten Bemühungen, das Land zu destabilisieren und einen schrecklichen Krieg zu verlängern, gehen die kriminellen Sanktionen gegen Syrien weiter. Die Biden-Regierung setzt sie um. Und es ist erwähnenswert, dass das Ergebnis der Bemühungen, die syrische Regierung gewaltsam zu stürzen, nicht nur Millionen von Flüchtlingen geschaffen hat, sondern auch die Amerikaner weniger sicher gemacht hat. ISIL oder ISIS oder Daesh oder wie immer man es nennen will, diese schreckliche Terrorgruppe ist ein Ergebnis der Bemühungen der USA, die syrische Regierung zu stürzen.
Diese Gruppen wurden bewaffnet und trainiert. Viele der sogenannten gemäßigten Rebellen, die von der US-Regierung unterstützt wurden, schlossen sich dieser ISIL-Terrorkampagne an, und die Bewaffnung der Extremisten und religiösen Fanatiker für den Sturz der syrischen Regierung hatte katastrophale Folgen, wie wir auf der ganzen Welt gesehen haben. Es ist auch erwähnenswert, dass Syrien China sehr nahe steht. Und in der Tat schrieb die Jamestown Foundation 2007, dass hunderte Millionen Dollar in Syrien investiert wurden, um die alternde Öl- und Gasinfrastruktur des Landes zu modernisieren. Diese Politik, der Versuch, die syrische Regierung mit lähmenden Sanktionen und durch die Bewaffnung von Extremisten zu destabilisieren und stürzen, spiegelt den Handelskrieg gegen China wider. Auch China ist ein Land, das sich erhoben hat, die Kontrolle über seine Wirtschaft übernommen hat, die Wirtschaft gezwungen hat, der Nation insgesamt zu dienen und Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. In China wurden viele riesige Kraftwerke gebaut. Das größte Wasserkraftwerk der Welt, der Drei-Schluchten-Damm, und der wurde von der Kommunistischen Partei Chinas geschaffen. 800 Millionen Menschen wurden aus der Armut befreit. Jetzt hat China den größten Telekom-Hersteller der Welt. Und auch vor nicht allzu langer Zeit galt China als der kranke Mann Asiens. Dieser Umschwung Chinas von einem tief verarmten Land zur wirtschaftlichen Supermacht ist eine der größten Erfolgsgeschichten des 20. und 21. Jahrhunderts. Und es ist ein sehr großer Fehler unserer Politiker, eine feindselige Situation mit China zu schaffen. Joe Bidens kürzliche Rede, in der er über die Notwendigkeit sprach, im 21. Jahrhundert gegen China zu gewinnen, hat mich zum Nachdenken gebracht. Das 21. Jahrhundert ist kein Pferderennen. Wir müssen aufhören, Politik als Nullsummenspiel zu betrachten, in dem Sinn, dass ein Land nur auf Kosten eines anderen gewinnen kann. Es ist sicherlich nicht im Interesse der USA, sich bei so viel Massenarbeitslosigkeit, bei so viel bröckelnder Infrastruktur, von dem massiven Wachstum, das China anführt, abzuschneiden. China hilft nur nicht, sich selbst zu expandieren, sondern auf der ganzen Welt baut China Kraftwerke, Krankenhäuser, Straßen und Infrastruktur. China handelt mit Ländern in ganz Asien, in ganz Afrika, alles mit dem Ziel, sie aus der Armut zu holen. Eine Win-Win-Kooperation. Meine Hoffnung ist, dass die US-Führung ihre Politik der Destabilisierung Syriens aufgibt und dass sie auch die Politik der Eskalation mit China aufgibt. Es gibt nur eine Menschheitsfamilie. Es gibt nur eine globale Gemeinschaft. Und je mehr wir miteinander kooperieren bei Dingen wie technischer Entwicklung, Armutsbekämpfung, Beseitigung der Geißel der Drogensucht und des Terrorismus, desto besser wird die Welt sein. Die US-Politik gegenüber Syrien, die Politik gegenüber Russland, Venezuela, dem Iran, China, gegenüber vielen Ländern ist zutiefst problematisch. Der Weg zum Frieden, der Weg, Länder aus der Armut zu holen, der Weg zu einer besseren Welt für alle, der Weg zur Beseitigung von Terrorismus und den Drogenbanden ist der Weg der internationalen Zusammenarbeit. Das ist also die Botschaft, die wir vor allem vermitteln müssen an unsere Freunde, an unsere Mitarbeiter, an jeden, den wir kennen. Wir müssen erklären, dass Sanktionen wirtschaftliche Kriegführung sind, dass sie das Leben von Menschen zerstören, dass sie den Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung verwehren, dass sie einfache Menschen verletzen und dass die Menschenrechtsrhetorik, mit der sie gerechtfertigt werden, oft mit Heuchelei durchsetzt ist. Die US-Regierung behauptet, ein Unterstützer der Demokratie zu sein, aber wir sehen sie auf einer Linie mit der Regierung von Kolumbien, die Menschen auf den Straßen erschießen lässt. Wir sehen sie auf einer Linie mit dem Austeritätsregime von Haiti. Wir sehen sie auf einer Linie mit dem Königreich Saudi-Arabien, mit öffentlichen Enthauptungen und einer autokratischen Monarchie. Die Rhetorik der Menschenrechte sollte nicht benutzt werden, um einen Wirtschaftskrieg gegen unabhängige Länder zu führen, egal wo in der Welt. Lassen Sie uns also hoffen, dass unsere Konferenz eine wichtige Rolle spielen kann, nicht nur bei der Aufklärung der Menschen, sondern auch um vielleicht den Ton des Diskurses zu ändern und die Bühne für einen neuen Kurs in der US-Politik zu bereiten, wo wir statt Länder mit Sanktionen niederzureißen, mit ihnen zusammenarbeiten, um das zu tun, was notwendig ist, während wir in eine bessere Zukunft blicken.